So, hallo, wir machen weiter. Bei Infernum mit dem Level Infinitum. Das ist irgendwas mit unendlich auf jeden Fall. Ja, wir das wollen, Unvollendete. Wir wollen, ach, unvollendet. Oh, okay. Dann hat es gar nichts mit unendlich zu tun. Ja, gut. Ja, man könnte es auch als das Unendliche bezeichnen, aber das wäre nicht zutreffend. Wait, das Level kenne ich. Ja, wir haben über Kaufverträge geschrieben, während HF das gespielt und geschafft hat. Richtig. Ach, du Schande. Wäre es so gut, bitte nicht alle Yoshi-Coins direkt einzusammeln. Ach, soll ich das nicht? Nee, das sind die Conan-Coins. Ach so. Das hätte ich mir fast denken können eigentlich, ne? Oh mein Gott, war das nicht... Habe ich da nicht irgendwas gesagt mit... Hatte ich eigentlich auch mal irgendwas über Save-States auch gesagt? Dass ich die Räume ohne Save-States probieren will, einzeln, irgendwie sowas? Ich erinnere mich an irgendwas. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Es sind ja an sich nur 5 einzelne Räume. Ja, ja, ich weiß sogar noch, wie die ausgesehen haben. Dann kannst du die Räume wirklich mal... Also grob zumindest. Jeden Raum einzeln ohne Save-States probieren. Grob zumindest weiß ich, wie die ausgesehen haben. Und jeder Raum hat einen Yoshi-Coin, ne? Richtig. Deswegen sind die da unten, falls ich die Räume nicht schaffe. Na gut, let's go. Mal gucken, was passiert. HF hat es jedenfalls ohne Save-States gespielt, das weiß ich noch. Und zwar alle 5 am Stück. Ja, ja, ich weiß. Da, das habe ich, da habe ich, ich kann mich nur noch grob erinnern, also komplett nicht mehr, aber es kam mir halt jetzt sofort bekannt vor, als ich es gesehen habe. Und oh mein Gott, die wunderschöne Hollow Knight Musik! Da will ich gar nicht selbst nehmen. Mann. Ja, ach, wie gesagt, ich erinnere mich noch, dass wir über den Fakt geschrieben haben, ob das Legen einer Ware in den Einkaufswagen bereits als einseitiger Antrag des Kaufvertrags gilt. Ja. Und kennst du die Antwort noch? Die kennst doch sicherlich du. Ja, natürlich. Lehrer. Deswegen frage ich, ob du. Also, deswegen will ich jetzt ja aber wissen, ob du das, ob du dir was gemerkt hast. Genau, weil ich dein Schüler bin und ich jetzt hier beweisen muss, ob ich aufgepasst habe. Nee, beweist weißt nicht. Weißt du eigentlich, wie spät es war? Das war weit außerhalb jeglicher Unterrichtszeit. Ja, du weißt überhaupt noch, dass wir darüber geredet haben. Das hätte ich überhaupt nicht mehr gewusst. Dann wäre es eigentlich schön, wenn du auch noch die Quintessenz daraus wissen würdest. Also ob das ein Antrag ist oder nicht. Mist. Ich beantrage jedenfalls, dass du besser spielen solltest. Es ist jedenfalls kein Antrag. Erst praktisch das Heraufliegen der Ware auf das Kassenband ist so ein halber Antrag, selbst das noch nicht mal so richtig. Weil du kannst bis dahin ja jederzeit noch von deinem Kauf zurücktreten. Im Prinzip kommt der Kaufvertrag wirklich erst in dem Moment zustande, in dem das übers Laufband fährt und du das dann halt auch bezahlst. So. Ich hoffe, dass ich das damals auch gesagt habe. Ja, hast du. Sehr gut. Sämtliches, was davor stattfindet, ist quasi nichts weiteres als eine Invitatio ad Offerendum. Ja, genau. Im Prinzip ja. Es ist so Schaufenster und so weiter, wenn da ein Preis steht für ein Kleid, das ist alles eine Einladung, ein Angebot abzugeben. Wenn du dann in den Laden gehst und sagst, ich hätte gerne das und das, das ist dann schon eine Art Angebot. Aber wenn du es jetzt nur aus dem Regal nimmst, wo ja keiner da steht und du das auch nicht sozusagen irgendwie bekundest, dass du es haben möchtest, sondern du nimmst es nur aus dem Regal raus, das ist effektiv noch gar nichts. Außer, dass halt dass die Ware in deinen Besitz übergeht. Aber dennoch noch nicht dein Eigentum ist. Genau. Und du tust somit natürlich noch lange nicht die Rechte hast, damit zu machen, was du willst. Also du darfst nicht die Wurst aus dem Regal nehmen und essen. Richtig. Du hättest zwar die physische Gewalt darüber, aber nicht die rechtliche Herrschaft. Genau. Das
So. Oh je. Das ist keine gute Idee, das ohne Safe-States zu spielen. Raum pro Raum wirst du ja wenigstens ohne Safe-State hinbekommen. Ja, ich versuch's. Ich muss halt hier diese Runddrehung schaffen. Das ist ja das einzige Problem. Das andere schaffe ich ja, komme ich ja immer wieder hin. Also hierhin komme ich ja immer wieder. Ja, jetzt wäre ich immer mal rumgekommen. Immerhin. Leider habe ich den Block nicht dabei. Du kannst ja auch versuchen, über den Stein zu spinjumpen. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass du das schaffst, aber du kannst es versuchen. Sehr gut. Geht das? Ist das so ein Pixel-Ding? Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich würde behaupten, nein, aber... Ach so. Weil der Stein auf 1F0 liegt und damit quasi in einem... Wait, der Piesewitch, der da fällt, muss ich den eigentlich fangen? Nee, das ist auch nur der Conan-Switch. Ach so. Schade. Ach, hierfür! Richtig. Ah. Wenn du alle 5 Yoshi-Coins gesammelt hast, bekommst du dann den legitimen Switch. Ah, ich verstehe. Ja, aber wofür sind denn überhaupt die Yoshi-Coins da, wenn ich den Switch ja auch so schon zugeworfen bekomme? Du bekommst den Switch nicht so zugeworfen, Conan. Nein, ich meine, wozu bekomme ich Conan-Yoshi-Coins, wenn ich schon einen Conan-Switch bekomme? Das hatte vor allem Testgründe. Okay. Alles klar. Mann! Beim letzten noch wegdrehen. Kann ja auch sein, dass du eigentlich zeigen möchtest, wie man den Switch normalerweise bekommst, aber zu faul bist, diese Räume hier zu spielen und deswegen eben auch nur die Coins haben. Ja, das wäre möglich. Und den Orb bekomme ich ja auch noch zusätzlich. Ich bekomme ja alles. Richtig, sehr großzügig das. Conan Orb, Conan Yoshi Coins und Conan Switch. Fehlt nur noch das Conan Keyhole. Richtig. Und der Conan Key. So. Nein! Oh. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht auf Anhieb schaffe, schaue ich mir erstmal die anderen Räume an. Dass wir ein bisschen Abwechslung in dem Part haben. Mach mal noch so 5 Versuche. Und wenn es dann noch nicht geklappt hat, dann schaue ich mir die anderen Räume an. Wenn du da noch ein bisschen eher links rüber ziehst, dann hätte das ja schon ganz gut hingehauen. Naja, genau. Aber ich will jetzt halt nicht den ganzen Part über nur diesen Raum zeigen. Ach, warum nicht? Dann sehen wir zumindest mal alle Räume und dann kann ich mich immer noch entscheiden, wie viel ich davon ohne Safe-Set schaffe. Ein Raum pro Part klingt doch eigentlich ganz gut. Werden dann halt kürzere Parts. So, Versuch 2. Anni! Das war's doch schon fast. Schritt für Schritt machen wir Fortschritt. Was mich jetzt aber wundert, das ist doch schon ewig her, dass ich das bei HF im Stream gesehen habe. Richtig. Warum hat es dann trotzdem so lange gedauert, bis der Hack durch war? Weil nur, weil das finale Level der Main-Route hier ist, dass er noch lange nicht das letzte Level sein muss, was ich designt habe. Ja, das, ich weiß ja, dass eine Special World kommt. Oh mein Gott. Ich weiß ja, dass eine Special World kommt, aber ich meine, es gab danach doch noch dann so viele Streams zu dem Spiel. Oder es kam ja, nur so HF vor. HF hat den Hack ja nicht in der richtigen Reihenfolge gespielt. Der hat immer wieder ein Level von mir bekommen. Verstanden. Dann war das einfach eines, was eher fertig war, als ein anderes, was eher dran... Richtig, entweder HF, ich nehme es mit oder ich gehe... Oh mein Gott. Ja, HF hat den Hack schon irgendwie seit 2000... Ja, weiß nicht, 2019 das erste Mal wirklich richtig getestet. Okay. Ja, die ersten Streams zu dem Hack hatte ich ja noch ein bisschen sogar eben gesehen bei ihm. Unter anderem eben auch dieses Level. Oh Mann, oh! Aber stimmt, ich erinnere mich, du hattest ja immer so Phasen, wo du einen Teil vom Hack fertig hattest und... Ja, stimmt, deswegen gab es ja auch so ein paar Level, die ich kannte.
Ja, da waren dann 5 Level auf der Overworld und dann war's das. Ja, und dann gab's noch gar nicht viel mehr. Ja, okay, alles klar. Die Overworld war ja ohnehin somit das Letzte, was hier fertig geworden ist. Wenn ich jetzt ist. Ein bisschen nachgedacht hätte, hätte ich auch die Frage mir einfach selber beantworten können. Ach ja. Aber das Nachdenken übernehme ja generell eher ich für dich. Finde ich gut. Wenn ein Lehrer nicht so viel nachdenken muss, ist das super. So. Richtig, Lehrer haben einfach vormittags recht und nachmittags frei. Sagen die Schüler auch immer, aber gerade nur die Fünftklässler? Wieso frage ich eigentlich immer das Zeug, wenn ich es doch eh weiß? Wieso müssen wir für sie nachdenken? Sie wissen es doch. Eine berechtigte Frage, wie lautet deine Antwort? Bitte? Eine berechtigte Frage, wie lautet deine Antwort? Ja, ich bin ja nicht der, der es lernen muss. Ja gut, wir hatten die Thematik ja schon mal, dass du dem den Schülern Humankapital vermittelst. Richtig. Was du dir alles merkst, ich bin fasziniert. Nein! Ich will auch so ein Gedächtnis haben. Ich merke mir so wenig. Dafür merkst du dir zum Beispiel, dass zum Beispiel in Folge 1496 von One Piece, die du ja sicherlich auch schon gesehen hast, was die lief noch überhaupt nicht, aber das ist okay. wir haben jetzt gerade mal die... Nein! Nein! Das lass... Das ist nicht das... Nee! Nee! Nee, Mann! Was, please. Das... Das ist doch bescheuert. Also wenn du zu blöd bist, über die Lücke zu laufen, dann hast du nicht anders verdient, als darunter zu fallen. Ich musste gerade über One Piece nachdenken. Mann, die 1000. Folge lief gerade. Also vor 3-4 Wochen lief die 1000. Folge. Somit sind wir jetzt bei 1004 oder 1005 oder irgendwie sowas. Just saying. Ich muss kurz trinken. Oh Gott, das war ja gerade wieder... Oh Mann. Hoffentlich inzwischen aus einer Glasflasche, um deine Umweltbilanz zu verbessern. Ja, teils, teils. Also das jetzt gerade ist eine Plastikflasche, aber ich habe auch Glasflaschen. Na, immerhin. Zum Beispiel die Paulaner Spezi ist in der Glasflasche drin. Die gibt's aber auch gar nicht als Plastik. Immerhin. So, okay. Willst du nicht 3 Paulaner Spezi trinken und dann hier die nächsten Räume machen? Nein, 3. Ich hab gehört, das wird voll lustig. Ist ja kein Bier, also ist ja trotzdem normale Spezi. Hast du auch wieder recht. Das wird jetzt nicht lustiger dadurch. Okay, so. Erstens Raum ohne Safe-States geschafft, Hust. Ach ja, das war das, wo man den Stern nicht sammeln darf, ne? Irgendwie sowas war da. Na super. Ich glaube, man konnte so drunter durchlaufen und daher einfach dann so. Ja, irgendwie so. Ich muss erstmal den Raum wieder verstehen. Mich erinnern. Erinnere dich. Ah! Ich kann doch durch die Lücke durch bei dem zweiten, kommt mir gerade so. Geht das? Richtig. Alles. Ist dann sogar so gedacht, okay. Das wäre dann sogar richtig so gedacht. Allerdings die erste Lücke, nicht die zweite. Dann kann ich da rüber, dann kommt die Shell. Okay. Wir arbeiten dran. Mann! Okay. Dann... Ich muss die Shell töten, der muss erleben. Nee, hä, auch nicht. Ah, nee, hä? Bin ich doof? Das ist ja schon der ganze Raum. Das ist schon der ganze Raum. Nein, wo gehe ich denn hin? Stopp. Ich habe ein State, ich wollte kein State. Zurück. Retry funktioniert nicht, Retry funktioniert nicht. So.
Das heißt, du willst aber auch, dass der Spieler das am Stück schafft, oder wie? Ja, natürlich. Oh mein Gott. HF hat's auch geschafft. Ja, aber in anderen Leveln hast du ja auch zumindest so zwischen Midway Points gegeben. Du kriegst denn einen Midway Point, wenn du hier mit durch bist. Mit allen 5 Räumen, okay. Und jeder kleine Fehler ist halt schon das Ende und dann muss man wieder von ganz von vorne anfangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du wüsstest, wie lang das Special World Castle lang ist. 5 Kilometer. Mindestens. Ah, Mist. Kehrt jetzt um? Ach, der kehrt um! Okay, verstanden. Ja, die Wand dort hinten hat eine Berechtigung. Die ist wirklich relevant. Oh, guck mal, man kann doch unten durch am Anfang. Kann man, muss man nicht. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie du sie reinlädst. Okay, ergibt Sinn. Ich glaube, das ist nämlich sogar ein horizontales und gar kein vertikales Level. Das ist vor allem ein sehr kurzes Level. Raum. Ja, richtig, das muss fast horizontal sein, weil du sonst den Spine am Ende viel zu früh reinladen würdest. Dann würde der schon da liegen, wenn du da ankommst. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Ich finde es so besser, wie es ist. So, jetzt muss ich hier aushalten und dann zurück und das war's. Okay. Na also, ging doch auch. So. Den haben wir, den haben wir. Jetzt kommt das Pi-Ballon-Ding. Tschüss. Ja, langsam macht Conan Fortschritte. Ja, und schon verkackt, scheiße. Aber ich erinnere mich. Oh, die Ausrufezeichen blinken nicht synchron oder ab Discord nur rum. Die Ausrufezeichen, wie blinken nicht synchron? Doch. Weiß ich, was du meinst mit Synchron. Also die gehen gleichzeitig an und aus. Ja, vielleicht buggt auch nur Discord rum. Ja, okay. Das ist jetzt schon wieder... Das ist jetzt schon wieder kommt für mich zumindest komplettes Trial and Error, bis ich mal die Mitte... Nein! Na... Oh mein Gott. Du musst auch nicht zwangsweise die Mitte treffen. Ach so. Ach so, stimmt. Ich kann nach unten drücken und dann trotzdem durch. Oder unten eben nach oben. Ja, I see. Oh Mann, ich drücke mal Reset. Retry. Ah, jetzt passt die Geschichte. Trotzdem wollte ich so am besten. So, und jetzt muss der darüber. Nein! Das war das dann auch schon. Das ist auch schon. Genau. Ich glaube, das war bei HF doch auch so, dass er den Plattformraum, dass er für den am längsten gebraucht hat, weil die anderen sind alle ganz kurz gewesen. Im Prinzip sind die Räume alle nur so 2 Screens lang. So. Nein! Psst. Nicht Retry, das nützt mir nichts. Es ist zwar schön, dass du die Musik heile lassen möchtest und Retry drückst, aber... Ja, ich... Den kann ich ja nicht killen, ne? Der ist ja... Ja. Oh. Nee, das geht auch nicht, weil ich dann jetzt nicht durchkomme. Richtig. Hm. Musst mit einem Spin-Jump in den Ballon rein, haha. Ja, geht ja leider nicht. Das war schon auch meine Idee, aber es geht ja nicht. Mann, das... Ja, Moment, aber ich muss ja... Hä? Ach so, ich bin doof. Ich mach's falsch. Ja, richtig. Ich muss mit der Shell das Ding töten und dann kann ich den Goomba nutzen, um die Shell zu killen. Sonst landet die ja trotzdem ja, da drin. Ja, so langsam wird ein Schuh draus. Sonst landet die ja trotzdem da drin. Nu ergibt alles Sinn. Ich muss den jonglieren. Gut jongliert. Dann will ich den eigentlich gar nicht so schnell da drüben haben. Das ist zum Glück ein Lied, das kann man problemlos mal kurz laden, wieder vom Saveset her. Das hört man fast nicht. Das ist jetzt nicht so gut. Nein, Goomba! Ich hab dir vertraut.
Ja! Ja! Yes! Geh weg! Hilfe! Nein! Scheiße. Okay, das ist eine schlechte Idee, was ich da treibe. Ja, es gibt eigentlich einen so schönen und einfachen Weg. Okay. Aber dass du einfach nicht magst, weiß ich ja, deswegen bin ich auch schon still. Doch, ich mag sehr einfach sogar. Ich mag einfach sogar sehr. Ja, jetzt, geh weg! Nein! Aber das ist anscheinend immer noch nicht der einfache Weg. Nee, ist es nicht. Okay. Einfacher ist es, wenn du mal direkt dahin fliegst, wo die Münze ist. Oh. Ja, okay. Ja, man möchte fast meinen, die Indikatoren hätten einen Sinn. Ja. Frage ist, ob man das Buch auch liest, was man in die Hand gedrückt bekommt. Frage ist, ob man die Hausaufgaben auch macht, die der Lehrer einem aufgibt, nicht wahr? Richtig. Und Frage ist natürlich, ob man den Goomba auch nach rechts kriegt und nicht nach links. Ja, ein bisschen nachdenken muss man bei der Hausaufgabe halt auch noch. Ja, das ist dann die sogenannte Eigenleistung, die man da bringen muss. Nee! Nein, oh, ich... Kann doch nicht sein, dass ein einzelner Baseball dir so Probleme macht. Nein, Goomba! Ja! Yes! Yes! Tschüss! Nein! Nee, Goomba! Ja, spannender als jeder Anime, wie du dich hier anstellst. Mann, nee, das nicht. Na doch, du findest immer wieder neue Möglichkeiten, an dem Raum zu scheitern. Ich bin beeindruckt. Na gut. Nein! Aber zwischendurch gibt's mal Filler-Episoden, die einfach nur eine Wiederholung von dem sind, was bereits passiert ist. Ja, das ist natürlich richtig. Aber es gibt deutlich spannendere Animes. Einer davon wird jetzt bald zu seinem Finale kommen. Hurra. So. Juhu! Raum 3 durch. Juhu! Na, Mann! Schloss geschafft, juhu! Da wollte ich nicht reinspringen. So, jetzt kommen die lustigen Fische. Delfine. Richtig. Die immer noch Säugetiere sind und keine Fische, aber natürlich. Ach Gott, wie ging das denn? Daran kann ich mir zum Beispiel... Hast du den umgebaut, den Raum, oder ist der genauso wie HF den hatte? Der dürfte genauso sein, wie HF den hatte. Oh, okay, dann kann ich mich einfach nicht an den erinnern. Gut. Vielleicht habe ich da auch schon nicht mehr zugeguckt, ich weiß es nicht. Du hast den ganzen Stream über zugeguckt. Sicher? Ja, ziemlich sicher, weil du dich nämlich noch beschwert hast, wie man den Boss eigentlich schaffen soll. Ah, okay. Ja, aber vielleicht habe ich manche Räume nicht mitbekommen, weil an den kann ich mich halt wirklich überhaupt nicht erinnern. Die anderen hatte ich so bildlich zumindest irgendwie gedacht, also konnte ich bildlich was mit anfangen, mit dem ich gar nicht. Na gut, ich kann ja nicht wissen, ob du zwischenzeitlich mal weggeguckt hast, weil dir das alles zu schrecklich vorkam. Ja, eben. Also ich schlafe halt auch gerne mal bei Streams ein einfach und dann bin ich auch mal wieder da. Ja, aber normalerweise kannst du nicht bei Streams schlafen, gleichzeitig über Kaufverträge philosophieren und ja. Das ist richtig, ich war, aber wie gesagt, keine Ahnung, was bei dem Raum dann gerade passiert ist. Ob ich da aktiv da war oder nicht. Vielleicht kommt mir auch gleich noch ein Rest bekannt vor oder so, aber
Moment. Ja, wahrscheinlich genauso physisch anwesend wie die Schüler in der Schule sonst immer. Ja. Geistig auf dem gleichen Niveau. Richtig. Vielleicht habe ich in dem Moment auch gerade gegoogelt, ob das gerade wirklich stimmt, was ich erzählt habe, damit ich keinen Quatsch erzähle oder so. Nee. Die Sache ist, dass HF diesen Raum ja mehrmals gespielt hat, ne? Der ist da ja nicht first try. Stimmt, der muss ja immer wieder da durch sein, wenn ich die. Also wenn ich. Den Bombenraum zum Beispiel weiß ich noch. Dann habe ich den einfach. Der Bombenraum ist sogar der, der sich verändert hat. Dann habe ich den einfach. Oh ja, moin. Dann habe ich den einfach verdrängt hier. Na gut. Hier! Oh, wobei das mit den Koopas da drüben, das kommt mir wieder bekannt vor. Na egal. Es ist jetzt auch kein so erinnerungswürdiger Anfang, dass man sagen muss, den hat man genauso schon mal gesehen. Mann, ich muss da warten! So lerne ich das denn nicht? Am Stück alle Räume, das ist schon ziemlich krass. Also. Nein, ich muss Spin jumpen, sonst schaffe ich das nicht. Genau, ich weiß es wieder. Daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Aber den Anfang nicht. Okay. Nein, ich muss Spin jumpen. Das war dann die Wiederholung. Mann. Jetzt kommt die Fortsetzung. Diese Recaps. Ach, scheiße. Boah, aber am Stück das alles immer. Der Wahnsinn. Ja, wenn du die letzten 10 Jahre nichts anderes als SMW gespielt hättest und das immer Safe State lässt, dann wäre das easy für dich möglich. Ja klar, ich meine, so jemand wie Beast spielt auch so Mario Maker Level einfach am also so auch so schwierige einfach, wie wenn es ein Spaziergang wäre. Ist der mein Chosen 2 muss seine Level ja auch Safe State Less schaffen, bevor die hochladen kann in Mario Maker. Ja, richtig. Bist ja dann nur du, der dann daran scheitert. Quake muss seine auch ohne Dings schaffen. Ohne Speicher. Ja, und der Joris auch. Ja, gut. Die schaffe ich auch ohne Speicher. Aber gerade so. Also es war schon ein paar Mal sehr, sehr eng hier. Ja, ist richtig. Sowieso so eine. Ich meine, ich verstehe die Änderung, dass man nicht mit Leveln trollen kann, aber keine Ahnung. Warum der Ersteller etwas schaffen muss, was der Spieler nicht schaffen muss, ist mir ein Rätsel. Aber gut. Ja, so. Gut, wenn der Spieler den Weltrekord holen will, dann muss er es auch ohne schaffen. Ich hatte so viel Platz. Ich hätte Probleme. Ich sage, du schaffst es auf 100 unterschiedliche Arten und Weisen hier in den Räumen jeweils zu sterben. Das ist wirklich faszinierend. Ich hätte problemlos da hochgekonnt. Aber ganz problemlos. So. Jetzt aber hier ohne Fehler. Dankeschön. Kommt halt der Teil. So, kommen wir durch die Tür oder sterben wir an den Stacheln? Ja, das ist recht einfach zum Glück, weil du mir da die Wand gegeben hast. So, Bombenraum. Nein! Okay. Bombenraum. Bombenpoint. Ich frage mich, ob der in deiner Version schon repariert ist. So repariert? Wenn's ganz blöd läuft, dann ist der Raum nicht zu schaffen. Aber werden wir ja sehen. Okay.
Der ist dann anders, als ich ihn kenne, oder wie? Ja, der scrollt inzwischen nach rechts und nicht mehr nach links. Ah, das war das nach links? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, der Unterschied von links und rechts ist bei dir sowieso egal. Aber ich muss, glaube ich, schnell sein, wenn ich mir das so angucke. Damit die Bombe dann an dem Block wieder um... Hä? Ach. Jetzt mal nach 10 Jahren SMW wüsste, wie Bob-Ombs funktionieren. Ach so, nee, ich muss auf die andere Seite dann, oder was? Also hier stehen bleiben. Nee. War ich jetzt immer auf der linken Seite? War ich ver- Ich bin irritiert. Fun Fact, ich habe den Coin Indicator da unten nicht umsonst hingesetzt. Okay. Ah, ach, weil er da runterfällt. Ja, ich bin doof. Mist. Ich muss bestimmt einen mitnehmen. Ja, ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen, aber mal gucken. Ich hätte ihn bestimmt mitnehmen müssen. Okay, da wäre jetzt was runtergefallen. Also schon das ganze Level. Aus der Raum. Okay. Und warum soll der nicht? Also an welcher Stelle soll der scheitern? Ja, inzwischen ist er repariert. Keine Sorge. Ach so, wo ist er denn gescheitert? Ja, wegen einem gewissen Retry-Patch. Ah, okay. Ja, weil die Sachen dann nicht mehr in die Richtung geflogen sind, in die sie sollen. Ah, okay. Ich glaube, das ist immer noch schlecht, dass ich das so mache, weil der muss da runterfallen am Anfang. Dann muss der da rüberrutschen und muss der ja noch rechtzeitig explodieren. Ich habe aber eine Idee. Rette sich, wer kann, er hat eine Idee. Ja, das kommt selten genug vor. Das Schlimme ist, wenn die Idee wirklich klappt, dann begeben wir uns wirklich besser in unsere Bunker. Naja, wenn es der Intended Weg ist, dann ist es ja gut. Also ich will an der Stelle, wo die zwei Spinies kommen, halt den einen, also vorlaufen und den einen vorher überspringen. Ob das geht, keine Ahnung. Weil ich glaube, dass ich hier eine Bombe mitnehmen kann, das funktioniert nicht. Ich glaube, das geht nicht. Es sind einfach nur zwei Bomben, weil sonst klappt dieser Sprung nicht. Irgendwie so ist es gedacht. Richtig. Und dann muss es aber so sein, dass ich über den, also nach dem ersten Spiny nach hinten laufen kann und dann über den zweiten springe und dann bin ich schon dort und dann kann ich schnell den Block hochwerfen. Irgendwie so. Wenn die Frage gestattet ist, wer sind sie und was haben sie mit Conan gemacht? Naja, viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Schaffe ich den Sprung wieder nicht. Aber seit wann kommst du von selbst auf die intendierte Lösung? Ich bin ja beeindruckt. Sonst versuchst du ja erst 100 andere Quatschwege. Ja, du hast ja gesagt, das hier ist wie ein Anime und in einem Anime ist irgendwann nochmal der Hauptcharakter nicht mehr der Schusselige, sondern dann nochmal der ernste Kollege. Uiuiui. Immer dann, wenn es aufs Finale zugeht, dann ist der plötzlich richtig krass und dann wieder nicht mehr. Weil wenn er die ganzen Folgen über krass wäre, bräuchte die ganzen Zwischenfolgen nicht. Das ist natürlich richtig. Ach Mann. So. Nein, ich wollte nicht. Ich nutze ihn nicht. Ich nutze ihn nicht. Ich nutze ihn nicht. Ja, das schaffst du jetzt. Komm. Ja, nee, schade. Ich zurück, muss ich weiten. So. Ja, ein bisschen ungünstig gesetzt, aber ist okay. Nein! Achso, der dreht um. Das heißt, da kann ich eigentlich chillen am Anfang sogar. Schaffen wir locker. Es ist aber einfacher, wenn er auf dich zuläuft. Ja, aber ich habe jetzt halt dumm gesafe-stated an der Stelle.
Aber es ist richtig. Ich versuch's so wieder. Gut. Passt schon. Bisschen hektisch am Anfang, kein Problem. Mann! Spring doch! Ja, du musst da wirklich von oben drauf quasi. Sind wir jetzt schon wieder im roten Switch angelangt, dass du die ganze Zeit von Blöcken runterrutscht? Ja. Eigentlich könnte der blaue Switch ja auch irgendwas mit blauen Blöcken werden. Nein, jetzt habe ich das Wasser machen müssen, jetzt müssen andere auch das Wasser machen. Ich glaube, ich mache den einfacher, der ist so nicht schön. So. Jetzt mach Bumm. Dankeschön. Okay. Ah, hier fährt er weiter, interessant. Ja, natürlich. So. Scroll dich notfalls in den Tod. Was aber nicht relevant ist, weil du ja den Midway quasi gesammelt hast. Und jetzt hätten wir die Yoshi-Coins, jetzt sind die hier auch verschwunden. Richtig, normalerweise sollte da rechts jetzt ein kupfernes Shell rüberkicken und dir zuwerfen, aber der kommt warum auch immer nicht. Ach so. Das heißt, hier käme eigentlich jetzt ein P-Switch raus. Ja, richtig. Okay. Ich finde es interessant, dass der Cooper hier nicht kommt. Spring doch nochmal nach unten und bring dich um. Schau mal, ob er dann richtig lädt. Aber es hätte jetzt ja nicht... Also er hätte doch, jetzt... die Yoshi-Coins bleiben ja gespeichert. Ah, stimmt. Sonst bring dich nochmal um und drück oben mal den P-Switch. Vielleicht lädt es nur wegen irgendwelcher blöden Sprite-Limits nicht. Eigentlich habe ich das so gebaut, dass es klappen müsste. Das habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen, weißt du? Schmeiß den mal da raus. Ja, müsste eigentlich weg sein. Also... Nee, okay, will nicht, alles klar. Dann werde ich mal irgendwo rausfinden, woran das liegen kann, und du darfst einmal den Conan-Switch betätigen. Wo kommt der denn her? Soll der von hier ganz oben nach unten fallen oder soll der einfach unten spawnen? Nee, der spawnt da rechts unten eigentlich, aber... Also dann wäre... Wie gesagt, ist nicht so wichtig, stirb einfach, drück den Conan-Switch und geh durch die Tür. Okay. Na gut. Ja, vielleicht fällt der Cooper sich komisch, weil er offscreen ist, aber naja. Er kann schon daran liegen, dass da ein P-Switch reinlädt am Anfang. Weiß es nicht. Ich meine, ich habe SR1 drin, aber je nach Sprite-Header funktioniert das natürlich auch nicht. Der ist jetzt aber kein Conan Midway, der ist jetzt mein Midway. Nee, der ist ein echter. Oh, ich erinnere mich auch an das. Da war irgendwas. Also dann die Tür erinnere ich mich aber nicht, was dahinter war. Sind das zwei Bosse? Nee. Okay. Das kann ich nicht mal Boss in Anführungszeichen nennen, weil das halt so absolut kein Boss ist. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach so, ich gehe hier durch. Ach, das sind einfach, ist einfach die Abfrage. Ja, richtig. Und dann gibt es den Schlüssel. Wenn es den Schlüssel gibt, vielleicht irgendwann. Das Inferno muss noch ganz schön dramatisch auf die Spitze des Screens scrollen. Nice. Und da die Yoshi-Coins ja eingesammelt sind... Ah, vielleicht kommt er ja jetzt. Ich glaube nicht. Wenn er einmal nicht will, dann will er generell nicht, behaupte ich. Schade. Aber Fun Fact, du kannst hier auch ganz nach rechts nach unten springen. Da ist jetzt auch das ist nämlich Tür. Die Abkürzung dahin. Ah, okay, aber ich wollte ja oben jetzt durch die Tür. Die haben wir jetzt ja gemacht. Und wieso scrollt das Level auf einmal? Huch. Das ist ja witzig.
Ja gut, okay, dass ein vertikales Level scrollen kann, ist richtig. Ah ja, gut, okay, weil da der Ding ist, der das verhindert, okay. Also jetzt gehe ich nochmal wieder hier durch. Geh durch die Tür richtig und hol dir den Midway. Und jetzt gehe ich hier rein. Und jetzt noch den Boss Save Stateless. Viel Spaß. Oh, ich erinnere mich. Glaube ich. Huch. Das ist, glaube ich, nichts mehr für den Part. Und wenn du sagst, der hat drei Phasen. Nee, das war der Special World Final Boss. Ah, der hier hat nur eine. Der hat nur diese eine, die du siehst. Ja gut, dann probieren wir das halt noch aus. Kriegst du sicher hin. Hier wolltest du HF noch vorschreiben, in welcher Reihenfolge er die Koopas zu finden hat. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, den Pilz muss ich aufheben, damit ich den am Ende sammeln kann, ne? Oder direkt am Anfang sammeln, bevor du auf den Feuerball raufspringst. Das geht auch, okay. Das hat HF das gemacht. Das ist ja dann besser, wenn ich das machen darf. Mist. Weil dann bin ich ja größer und aktiviere die Blöcke leichter. Mist! Ja, wenn man den treffen würde, wäre das ganz famos. Aber wenn ich klein das mache, dann habe ich auf jeden Fall verloren in dem Moment, wo der Bu sozusagen stirbt, falle ich auf die Stacheln drauf und es ist noch nicht vorbei. Richtig. Also dann erst den Pilz holen. Machen wir das so. Mann! Man könnte diesen Boss sicherlich auch noch epischer gestalten, aber naja. Aber ich muss doch eigentlich nur alle drei einmal einfach andupsen und dann halt warten, bis er sich von selbst killt. Aber Achtung, der Pilz löst sich auch auf, wenn der Buch stirbt. Oh, dann will ich den wirklich am Anfang einsammeln. Okay, okay, okay. Guter Hinweis. So. Jetzt muss ich doch nur noch überleben auf dem Ding. Richtig, und die Koopas nicht zu schnell andupsen. Warum? Können die abhauen, wenn sie jetzt wieder... Ja, können sie. Oh, ja, gut. Scheiße! Egal, wir probieren das mal weiter. So. Weil eigentlich wäre... Eigentlich wäre es das gewesen. Ja, eigentlich wäre das auch gar nicht so schwierig. Das schaffen wir locker in dem Part noch. Ja, ich habe gedacht, das ist der Finalboss mit drei Saves. Drei... Drei... Phasen. Mann! Gott, das ist immer... Nein! Oh. Du hast doch sicherlich auch von die letzte Schlacht der Elfen gelernt, dass Final Bosse immer Flügel und mehrere Phasen brauchen. Der hier hat erinnerst du dich echt Flügel. Noch an diesen Dreck? Oh ja, mein Gott. Ja, der hier hat wieder Flügel, deswegen gibt es auch keine mehreren Phasen. Kannst du dich denn an das noch erinnern? Oh mein Gott. Hallo, das ist hochqualitatives Lehrmaterial bezüglich Designentscheidungen. Ja, richtig, wie man sie nicht treffen sollte. Oh mein Gott, oh, Wahnsinn. Gab's da eigentlich jemals noch eine Nachnähe, oder? Gab's nichts weiter? Überhaupt ist diese ganze RPG-Maker-Szene irgendwie so ziemlich... Weiß nicht, bekommt zumindest nicht mehr viel mit. Aber vielleicht bekomme ich auch einfach nichts mehr mit. Na gut, die ganzen Kiddies heutzutage spielen ja auch keine RPGs. Die spielen ja alle nur Minecraft, Roblox und Fortnite und sowas. Ja, es war ja wirklich, also diese... Da waren ja wirklich, es waren ja einige, könnte man wirklich sagen, Kiddie-RPG-Hacks. Also das ist schon interessant gewesen, aber auch erschreckend. Was für Fantasien und Ideen da so zutage gekommen sind. Mann, ich krieg hier gleich. Aber es gab auch durchaus gute RPG-Hacks. Also da war schon Elements Destiny zum Beispiel von Sui ist. Hat er das eigentlich jemals richtig rausgebracht? Weiß ich gar nicht. Aber der sah sehr gut aus.
Ich habe gehört, Terranigma ist auch ein gutes RPG. Ja, das ist sogar ein richtig gutes RPG, weil das hat nicht dieses... ich würde sonst sowas wie Elements Destiny unheimlich gerne spielen, aber es hat halt diese rundenbasierten Kämpfe, die kann ich sowas von überhaupt nicht leiden. Das ist so ein Kampfsystem, was mich einfach überhaupt nicht abholt. Was habe ich schon ganz oft gesagt. Brauchst du echt zeitbasierte Kämpfe. Wie halt Terranigma. Sowas wie das hier. Ja, oder das hier, richtig. Aber das ist halt kein RPG. Oh, das war knapp. Ich habe ja tatsächlich schon mal Versuche, Super Mario... Nein! Ach, ich krieg das nicht ohne Save-Sets hin. Ich krieg die Krise. Als RPG zu gestalten. Ja. Also es gibt ja mehrere Super Mario RPGs sogar. Nein, ich meine so VLDC-Level und sowas, die versucht haben, so eine RPG nachzustellen. Ach so! Weil ich wollte gerade sagen, die ganzen Paper Mario-Teile sind ja im Prinzip RPGs. Ja, richtig, das sowieso. Aber richtig gute, muss man also auch da wieder, das Kampfsystem ist halt nie... Aber ansonsten sehr geniale Spiele. Ja, wann sehen wir die eigentlich auf deinem Kanal? Ja, nee, ich kenn's ja. Also, das ist halt wieder was, das ist, ich sag mal, das bringt nur was, wenn man es blind spielt. Weil, keine Ahnung. Wenn man so eine Story wie beim Paper Mario halt schon kennt, dann ist halt kein... Also, klar, Terranigma habe ich auch gekannt, aber das wollte ich halt auch darstellen, weil das einfach ein Spiel ist, was ich sehr gerne spiele. Ach Mann. Ich... Oh, das riecht... Oh, nee. Mach das gleich mit Save States. Conan, der Boss ist doch super einfach. Nee, das ist... Du musst nicht mal 26 Münzen hier sammeln. Ja, aber ich muss die ganze Zeit Spin jumpen. Das kriege ich ohne Save States nicht hin. Du musst einen Knopf gedrückt halten und ab und zu einen Richtungsinput geben. Das klingt leichter als gesagt. Getan. Oh Gott. Nein, Mann, ich... Oh, nee. Ich setze jetzt zumindest schon mal einen State nach dem ersten Pilz. Das nervt mich, den immer wieder neu zu sammeln. Oh, dann kann ich zumindest in den Kampf rein. Ich wollte gerade sagen, jetzt stellt man sich vor, man muss die Räume vorher auch spielen, aber nee, da hat man ja wirklich praktisch einen Save gehabt. Also der Boss ist ja wirklich nur der Boss an sich. Auch wenn das trotzdem auch Leute wahrscheinlich könnten, den Boss am Stück auch noch spielen, zu allen Räumen vorher. Sicherlich geht das. Okay, na Mann, ich... Ja, ne? Kaum nutzt du hier Safe States, spielst du schon wieder den letzten Dreck zusammen. Es ist unglaublich mit dir. Ich hoffe, das sind nur die Übungs-Safe States und du spielst es nachher nochmal ohne. Nein. Ich schaffe den nicht ohne. Da werde ich verrückt. Das ist nicht. Das krieg ich nicht hin. Also, ich setze ja schon relativ wenige, aber. Relativ weniger, also einfach nach jedem Hit einen. Ja, richtig. Ich finde, das ist relativ wenig. Ich könnte auch nach jedem gelungenen Sprung einen setzen. Und dann willst du dich mal safe staten. So.
So. Oh mein Gott! Ne, kaum nutzt du Save States. Das war vorher auch nicht besser. Okay. Ich geh nochmal rüber. Ich habe ja eh nochmal Zeit. Mit jetzt! Keine Ahnung, wie du funktionierst, du komisches Feuer. Bist du ein Angler? Nee, du bist kein Angler. Was bist du eigentlich? Was ist das eigentlich? Das ist ganz komisches. Das ist kein Lakitu? Doch, das ist ein Lakitu. Hä? Nee, was ist denn das? Doch, das ist ein Lakitu. Das ist ein Fishing-Boot. Ja. Also, ja. Lakitu-Angler meine ich schon. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Jetzt geh da rein! Ist dein Scheiß ernst? So, jetzt siehst du, was passiert, wenn man die zu früh auslöst. Wieso geht er denn so knapp dran vorbei? Da muss ich die komplette Zeit noch aushalten sogar. Ja, hast du leider in der doofen Reihenfolge die Koopas aktiviert. Ach so, wegen der Reihenfolge. Ja, okay, verstehe ich. Verstehe ich. Man hätte mit dem anfangen sollen wahrscheinlich. Ach, inzwischen also auch schon zwischen den Hits speichern. Ja, weil jetzt eine ziemlich lange Phase hat. Und jetzt geht er rein. Nein, der geht. Nein, das ist wieder das Gleiche. Er geht nicht rein, ne? Ah, das ist der gleiche Scheiß wie vorhin. Ich muss immer noch aushalten. Ich glaube, aus deiner Phase des Schlechtspielens kommst du so schnell nicht raus. Oh Gott. Und da jetzt rüber? Jetzt geht er rüber. Nein! Man sollte ihn auch vorher treffen. Hier, vielleicht reicht's, ja? Ich glaube nicht. Nein. Also ich muss noch aushalten. Mann, ich kriege hier gleich Zustände. Ich erst. Was denn heißen? So. Wahrscheinlich muss ich nochmal springen, bevor ich... Nee, okay, passt schon. Alles gut. Bruder! Gottes Willen. Ja, wir haben es ja geschafft. Ach, jetzt geht's hier wieder runter, beziehungsweise in die Special World. Dies dann ja, aber erst beim nächsten Mal. Genau. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.